Er schlägt nicht besonders viel Kombinationen, aber natürlich schlägt er ziemlich hart. Und ja, wie gesagt, Top-Position sollte man ihm wirklich nicht geben, weil dann hagelt es. 34 Jahre alt. 1,90 groß. Und nur 100 Kilo schwer. Ja, gut. Ja, das ist also, wer das nicht versteht, ich kämpfe im Leichtschwergewicht bis 93 Kilo und ich wiege wesentlich mehr, wenn ich rumlaufe, als 100 Kilo. Und deswegen, also 100 Kilo für ein Schwergewicht ist nicht besonders viel. Das ist im UFC eigentlich eher so im Mittelgewicht. Ja. Wenn Leute angucke, Jonas Bielstein zum Beispiel läuft mit 96, 97 Kilo rum. Ja. Und kämpft mittlerweile bis 74. Richtig? Ja. Ach, das habe ich gar nicht. Also, bis 84, nee, 77 ist die nächste, ne? Hat bis 84 hat er mal gekämpft mit Bellator. Aber er geht jetzt auf 77 runter? Ich glaube ja. Aber ja gut, heute kämpft er am Leichtschwergewicht. Ja, heute ist er sehr schwer. Ja, Daddy, Big Daddy, Andreas Kaniotakis. Mit 16 Siegen und 7 Niederlagen. 108 Kilo und auch 1,90 groß. Sehr routinierter Mann, sehr aktiv. Die amtierende Nummer 1 im deutschen Schwergewicht. Auch sehr angenehme Person, sehr gebildete Person, der sehr viel Arbeit daran legt, dem Sport einen guten Namen zu geben. Er hat schon gegen zwei ehemalige UFC-Weltmeister gekämpft und gegen beide nur knapp nach Punkten verloren. Also er kann was. Hat auch schon bei Cage Warriors um den Titel gekämpft. So, heute geht es um diesen Titel. Beim letzten GMC hat er gegen Björn Schniedeberg gekämpft und der Kampf ist an einem Unentschieden geendet. Das war natürlich etwas kontrovers, es gab viel Yahoo, aber ich bin mir mal ziemlich sicher, dass dieser Kampf nicht in einem Unentschieden enden wird. Hier wird einer als Sieger und einer als Champion nach Hause gehen. Mal gespannt. Die Schlagkraft von Tritan gegen die Routine und das sehr ausgewogene Spiel von Andreas Kaniotakis. Ja, er ist ein paar Mal bei uns in Köln, in der Sportschule Köln vorbeigekommen, hat da mal so ein bisschen mit uns gerollt und so. Ist wirklich ein sehr netter Kerl. Ja, sehr angenehm. Also überhaupt nicht in den Wellenlängen des typischen MMA-Kämpfers, den uns die Presse anhängen will. Ist oft so Trainingsaufenthalten auch in den USA. Ja, also sehr aktiv, liebt den Sport. Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. Der Gast in der blauen Decke ist ein Mixed Martial Artist, 34 Jahre alt, 1,90 Meter groß. Gewogen mit 100,9 Kilogramm. Sein Kampfrekord, 15 Kämpfe, 11 Siege, nur 4 Niederlagen. Er ist der ehemalige Cage Fight Series Gewinner und er kommt vom Taekwondo aus Linz in Österreich. Tritan, der Furious Bayermai! Sein Gegenüber in der roten Ecke ist ein Mixed Martial Artist, 31 Jahre alt, 1,90 Meter groß, gewogen mit 109,8 Kilogramm. Sein Kampfrekord, 24 Kämpfe, 16 Siege, 7 Niederlagen und ein Unentschieden. Er ist die Nummer 1 der deutschen Ground and Pound Rangliste im Schwergewicht vom Team Planet Eater aus Balingen, Andreas Big Daddy Kaniotakis! So, da freuen wir uns doch.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat noch keiner der beiden jemals einen Kampf durch eine Entscheidung gewonnen. Verloren ja, gewonnen nein. Und deswegen bin ich da mal ganz guter Dinge, dass wir hier nicht 5 Runden à 5 Minuten sehen werden. Beide suchen das vorzeitige Ende und im Normalfall findet das auch jemand. Handshake und es geht los. Runde 1. Titelkampf im Schwergewicht. GMC 4 in Herne. Ja, schön mit dem Double Jab, mal ein bisschen abtasten. Die Reaktion des Gegners erforschen. Ja, versuchen mit der Rechten, hat aber nicht getroffen. Andreas mit der Rechten hat jetzt den Clinch gegen den Käfig, hat Double Underhooks und den Boden Top Control. Ja, Andreas macht immer ziemlich viel Druck mit dem Kopf auf den Kopf des Gegners, was im Clinch sehr unangenehm ist. Und jetzt hat er Full Mount. Jetzt bin ich mal gespannt, was Drittan da auszukommen. Hätte er es jetzt geschafft, den Ellenbogen am Boden zu halten, direkt neben dem Hals des Gegners, hätte er ihn da tatsächlich an der Rotatorenmanschette im Arm hebeln können. Und jetzt gibt es Ellenbogen, wie wir in unserem Kampf vorhin gesehen haben, die können sehr schnell zum Kampfende führen. Ja, die Mount gerade in der Gewichtsklasse im MMA ist wirklich nichts, wo man drin liegen möchte. Und, aber Dritter müssen jetzt wirklich mal daran arbeiten, die Hüften von Andreas wegzuschieben. Weil wenn er nur da liegt und versucht, die Arme abzuwehren, wird das früher oder später nicht zu seinem Vorteil sein. Gut, er versucht sich jetzt rauszudrehen, hat den Arm und unter dem Bein und... Side Mount. Okay, Andreas hat passiert, aber auf jeden Fall hat er sich aus der Mount befreit, das ist ja auch schon mal wichtig. Oh, da ist jede Menge Blut. Aus diesem Schwitzkasten kann er sich entweder befreien, genau, indem er den Kopf rauszieht. Ja, weitere Ellenbogen. Ja, die Ellenbogen machen das. Die sorgen für die kleinen Cuts, die so viel bluten. Sind aber wirklich nicht schlimm, die sehen nur so aus. Ja. Anständiger Befreiungsversuch, der aber von Andreas abgewehrt wurde. Andreas arbeitet da auf dem Armbau oder Kimura am linken Arm. Ja, er hat den Kimura-Griff und er wird jetzt finishen. Das war's. Und wir haben einen neuen Champion. GMC Schwergewichtsmeister Andreas Kraniotakis via Kimura in der ersten Runde. Ja. Für die einen ist es sein Kimura, für die anderen der schnellste Amerikaner der Welt. Ja, der längste Amerikaner der Welt. Ja, sehr, sehr routinierte Performance. Ja, wir haben nichts anderes erwartet. Da sind natürlich im Clinch und im Takedown-Game, da sind 10 Kilo eine Menge Holz. Und es war schon wahrscheinlich, dass er früher oder später den Takedown mit Top-Control bekommen würde. Das offizielle Urteil. Sieger durch Armbar nach 2 Minuten und 36 in der ersten Runde. Und neuer GMC Champion im Schwergewicht. Der Kämpfer aus der roten Ecke. Andreas Big Daddy Kraniotakis!